Hallo und willkommen zurück, Freunde der Abenddämmerung. Es wird langsam Nacht. Ich wollte ja eigentlich ursprünglich in die Quarantänezone. Ich habe es eben auch mal versucht. Bin kurz reingegangen. Es läuft alles schief. Ich weiß nicht, was los ist. Die Gegner wachen auf, obwohl ich stehe. Also ich habe, beziehungsweise stehen. Ich habe gehockt. Ich habe mich nicht bewegt. Ich hatte kein Licht an, gar nichts. Ich habe nur gehockt, war komplett still. Und die waren alarmiert plötzlich. Da geht die Sirene los. Es wird gleich Nacht, wie gesagt. Und, falls ihr es vergessen habt, Like, Abo, Kommentar, lasst doch mal was davon da. Nicht wahr? Ist ja Bescheid. Gut. Ich spring mal hier runter. Ist ja ein, wie haben sie es genannt? Ein Tilger, genau. Ein Tilger. Ein Fallschaden-Tilger. Gut, dass ich so weit springen kann. So, und dann versuche ich hier mal die Laterne anzumachen, wollte ich schon sagen. Ja, vielleicht sind da auch Laternen dran. Gehen wir mal von aus. Belohnungen, ja. UV-Licht, Sicherheitszone und ein paar EP gibt es hier. Ich brauche, Moment, die Anforderungen sind 100 Ausdauer. Ich habe 100 Ausdauer. Also dieses Zeichen da eben. Moment, ich kann das nochmal kurz Q halten. Für die... Okay, jetzt sieht man es gerade nicht. Aber da waren ja eben die Anforderungen aufgelistet. Und eine Anforderung ist eben 100 Ausdauer zu haben, weil man das sonst hier nicht hochschafft. Das heißt, man muss die erste Stufe in Ausdauer schon bekommen haben. Sonst kommt man hier scheinbar nicht hoch. Im schlimmsten Fall. Ja, das ist mal geil. Sancho Panzer. Ja. Ja. Unser Kampf gegen Windmühlen. Und Don Quixote. Gruppierungsgebäude. Das Aktivieren eines Windrads erschafft eine Sicherheitszone da oben. Diese bietet einen Ruheplatz, der von UV-Licht geschützt ist. Durch ein aktives Windrad werden verlassene Gebäude zu Gruppierungsgebäuden. In diesen Gebäuden sind Händler zu finden und auch neue Quests. Herausforderungen und nachts eine weitere UV-Lichtquelle. Die Art des Gruppierungsgebäudes hängt davon ab, wer das umliegende Gebiet kontrolliert. Wenn sie es nicht bereits getan haben, müssen sie das Gebäude der Zone entweder den Peacekeepern oder Überlebenden zuweisen. Dadurch wird festgelegt, welche Leute und Quests darin zu finden sind. Ja, also ich würde mal sagen, wenn ich mir das rechte Bild anschaue, bin ich eher für das für die linke Fraktion, also die Überlebenden wegen der School. Cadet Academy ist, ja, die brauchen hier nicht so viele Soldaten, ne? Die sollen erstmal beweisen, dass sie die Stadt aufräumen können. Was war das für eine Beschleunigung hier? Von 0 auf 100 in sofort. Kann ich hiermit... Moment. Kann ich da vielleicht dran springen und damit hochfahren? Das wäre ziemlich cool. Wo ist denn hier ein Tilger? Eigentlich müsste doch unter mir da. Da ist ein Tilger. Springen wir mal hier rein. Ja, ich meine, ich würde jetzt nicht gerne auf Autoreifen springen. Aber ey, wenn es ihm nichts ausmacht, dann bitte. Jetzt weiß ich auch, warum das hier als Safe Zone gelten soll. Das ist ja schon ziemlich hoch gelegen. Gut. Wo sollen wir hin? Darüber. Das Problem ist die Immunität. Deswegen warten wir jetzt einfach kurz bis zum Tagesanbruch und reisen dann weiter. Also in der Helligkeit. Gibt dann jetzt weniger LP und so, blablub. Ist ja egal. Dafür haben wir dann auch nicht das Problem, dass wir irgendwie Krampfanfälle oder so bekommen plötzlich. Ich muss darüber. Okay. Diesmal hat es einwandfrei funktioniert. Beim letzten Mal ja gar nicht. Ich hätte hier auch hingekonnt. Okay, weiter darüber. Ach, hier ist doch die Rampe, genau. Hüpf. Und drüber. Naja, tolle, geile Behälter. Behälterlies? Mit Münzlies drin. Ey, wer macht hier so ein Krach? Auf da unten rumzuklopfen. Sonst klopfe ich dich gleich mal.
glaub, ich komme da runter und klopfe dich tatsächlich. Bei meinen Nachbarn kann ich es leider nicht tun. Moment, ich stehe hier doch mitten im Sonnenlicht, aber ich muss rausgehen. Ich dachte mir, ich nehme einfach mal so viel Immunität mit, wie ich kann. Noch. Ist immer gut. Und Seife. Seife ist auch immer gut. Mann, Mann, Mann. Würde ich ohne Seife tun. Loslassen, das gehört mir. Ah, gar nicht wahr, das gehört mir. Was für ein Drecksloch. Ja, aber echt. Okay, Aufputschmittel und Kämpferhandschuhe. Hallo. Und Hemmstoff. Zweimal. Oh, geil. Leute. Nur noch eins, ich habe wieder ein Level. Ja, neue Stufe. Ey, habt ihr hier noch Hemmstoff oder so? Ein bisschen Stoff? Ich brauche ein bisschen Stoff. Hast du Stoff? Oh, Wandgemälde. Cool. Das hier. Ist ja geil. Vielleicht kann man das später irgendwo dran springen. Oh, hallo, ihr Kleinen. Na. Haha, schon wieder das Schwert. Wie aus dem ersten Teil. Was haben wir denn hier noch? So, Dead Unicorn Attack. Jade. Die Scorpion. Jade, Love. Auf jeden Fall, Jade ist Love. Aber leider, leider. Naja, scheiß Museum. Hey, Kinder. Ich suche eine Frau, die Maya heißt. Ja, was ist so witzig? Maya ist keine Erwachsene. Sie ist nur ein stinknormales Mädchen. Okay. Du hast versucht, Hubert eine PK-Waffe zu verkaufen? Ja, aber der Arsch wollte sie nicht. Ist total durchgedreht und hat mich zum Teufel gejagt. Wo hast du den Lazarus gefunden? Wie bist du an eine Peacekeeper-Waffe gekommen? Wir alle haben sie gefunden. Ich bin mit diesen Spinnern über die Leiche gestolpert. Passiert öfter. War total tot. Wir haben ihn durchsucht. Ich habe mir dieses Metallding genommen, weil ich dachte, dafür kriege ich sicher noch ein nettes Sümmchen. Ja. Oh. City Rats. Dieser Aufnäher ist cool. Aber die armen Kleinen, ne? Andererseits, Kinder können sehr zäh sein und wissen, wie man überlebt. Deswegen gibt es ja auch etliche Kinderbanden. Gib mir den Lazarus. Aus. Ich brauche diese Waffe. Sie ist sehr wichtig. Du erwartest, dass ich dir dieses Dingsbums einfach so gebe? Bist du irre? Der echte Name von diesem Dingsbums ist Lazarus. Und es gehört einem sehr wichtigen PK. Wenn ich es nicht zurückgebe, könnte es Krieg geben. Du kannst uns helfen, einen Mörder zu finden. Okay. Ich gebe dir das blöde Teil. Aber für 500. Ich verhandle. Ich habe keine 500. Das ist ganz schön viel. Ja, natürlich. Das Leben ist teuer. Ich muss Wasser und einen Marker für meinen Bruder kaufen. Er wird bald 12, weißt du? Ich gebe dir 10. Das ist mein letztes Angebot. Angenommen. Das Ding wollte eh keiner. Die Kleine kriegt natürlich ein paar Münzen von mir. Keine 500. Aber, ja. Okay. Wir haben den Lazarus. Ich würde dir gerne noch mehr geben. Einfach damit es den beiden hier besser geht. Ich weiß nicht, ob die jetzt hier noch jemanden haben, der sich sonst so um die kümmert. Aber wäre ganz gut. Ja, komm. Ich hab den Lazarus. Cool. Dann schwing deinen Arsch zu Aether. Das wird das perfekte Geburtstagsgeschenk für ihn. Obwohl ich keine Ahnung habe, wann der Penner geboren wurde. Ich gehe zur U-Bahn-Station. Okay. Okay. Da unten sind noch mehr Dinge. Wenn ich die besiege... Ach komm. Komme ich hier irgendwie rein? Komme ich da irgendwie runter? Habe ich irgendwas verpasst? Ich habe gerade keinen Plan. Kein Eingang. Ist hier irgendwas drin? Weiter nichts. Ich versuche mal da unten reinzukommen. Ich will das jetzt gerade mal mitnehmen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie interessiert mich das gerade. Ja, schön, dass du mich siehst. Du hast also Augen. Ach, ihr seid das. Okay. Hey, du siehst aus wie dieser Halbaffe. Ist so ein Halbaffe? Oh shit. Aber nicht geblockt. Nein!
Er hat seinen toten Kumpel als Schild benutzt. So ein Arsch. Ich musste die halt erst noch ein bisschen flattern hier. So. Okay, einfach mal so, weil ich es kann. Dann versuche ich nochmal, das hier aufzuknacken. Andere Richtung. Moment. Da. Noch ein bisschen. Ja. Meisterknacker. Asporfin und Bully-Jogginghose. Ja, Kleidung schaue ich mir nachher mal an. Jetzt geht's weiter. Ja, ich meine halt. Theorie-Anomalie? Okay. Kann es sein, dass ich das nur nachts machen kann oder so? Oder? Wir haben den Bereich der Kernseher. Oh. Vielleicht sollte ich erst lesen und dann denken und dann reden. Also, das hier ist eine ziemlich geile Position. Hier gibt es Hemmstoff, hier gibt es eine Menge Loot da drin. Wenn ich nachts nochmal herkomme, kann ich mich hier drum kümmern. Hier haben wir übrigens einen Speer, den nehme ich gerade mal mit. Das ist so eine einmal verwendbare Waffe. Pilz nehme ich natürlich auch noch mit. Achso, und die wirft er auch weg, wenn man irgendwas durchsucht. Nicht, wenn man alles durchsucht. Leichen durchsuchen geht. Alles andere macht Probleme. Durchsuchen, aufheben und so. Immer schlecht. Oh, könnte ich das hier? Vielleicht? Ne? Ja, gut. Wie gesagt, ich will zurück. Scheiße, noch. Nein! Ach du Scheiße! Ey! Hast du mich gerade geschlagen? So. Ich kann den nicht durchsuchen, oder was? Schade. Na gut. Hallo. Tag. Darf ich mal durch? Danke. Ciao. Einmal aufs Dach. Ich hoffe, ich komme von hier aufs Dach. Kommt er da rum? Er kommt da rum. Wunderbar. Der ist sogar so ein bisschen so ein Stück über... Alter. Das wird spaßig. Eine Abrisslangachse. Okay, das muss ich aufknacken. Knack. Haben wir denn hier Teile und Bogenschützenumwicklungen? Okay. Also hier ist auch nochmal ein bisschen besserer Loot drin, kann man sagen. Das ist gut. Gut zu wissen. Autsch. Was ist das hier? Oh, da unten ist ein ziemlich dicker, unbekannter Ort. Scannen wir gerade mal. Militärkonvoi. Plündern Sie die Waffen, Ausrüstung und Zubehör. Ja. Ey, super cool. Aber da traue ich mich gerade nicht dran. Da hinten ist ein... Moment. Was ist da drin? Ja. Okay, hier ist auch noch was drin. Also überall findet man hier Sachen. Wirklich überall. Komm, spring da hoch. Er ist hier hoch und schon sind wir drüben. Also auf das Dach. Keine Ahnung warum. Einfach weil ich es kann. Gut. Das Parcours funktioniert ja schon ziemlich gut mittlerweile. Beziehungsweise von Anfang an. Im ersten Teil hatte man ja teilweise das Problem, dass man erstmal wirklich aufleveln musste. Weil das einfach nicht so gut funktioniert hat. Hier im zweiten funktioniert das von Anfang an ziemlich gut. Das gefällt mir. Hey, schaffe ich das? Jo. Quatschen wir mal mit Aitor. Knock, knock. Ah, der Pilger kehrt zurück. Hoffentlich nicht mit leeren Händen. Ich hab den Lazarus. Wow. Ich wusste, dass sie Dinge schaffen können, die wir nicht schaffen.
Wo ist das Schwein, das ihn hatte? Am Meatpacking Square. Sie haben ihn doch nicht gehen lassen, oder? Das hätte der Mörder sein können. Ein Mädchen hatte ihn, 10 Jahre alt oder so. Sie hatte ihn nicht getötet, sondern nur die Leiche geplündert. Stopp, wir machen später weiter. Lassen Sie uns allein. Was ist das für eine Tätowierung? Der hat auf einmal hier so einen zweiten Pfeil und den Stern dazu bekommen. Oh, das auf ihrem Arm sieht aus wie ein Sternbild. Das sind Rangtätowierungen. Als uns die Ressourcen ausgingen, wurden die Orden durch Tätowierungen ersetzt. Man erkennt daran unsere Hierarchie. So wie im Knast? Gefängnis oder Militär, ist alles dasselbe. Es gibt immer eine Hackordnung. Und wenn du degradiert wirst? Ich frag besser nicht. Bringen Sie mich ins Stadtzentrum. Ich hab getan, was Sie wollten. Nun sind Sie dran. Bringen Sie mich ins Zentrum. Ich bin nicht befugt, den Tunnel zum Zentralring zu öffnen, Pilger. Meine Leute wollen, dass ich den Killer finde. Ada, Sie haben es mir versprochen. Beruhigen Sie sich, Pilger. Ich halte meine Versprechen. Nehmen Sie das hier. Ein kleines Dankeschön. Ada, ich muss ins Zentrum. Kapiert? Sie suchen jemanden, richtig? Ich möchte auch in den Zentralring. Meine Frau und Kinder sind dort. Von hier aus kann ich sie nicht beschützen. Der Tunnel geht auf, sobald ich den Killer habe. Verstanden? Sie können mir helfen oder warten, bis ich ihn selbst gefunden habe. Ich sehe Blutspuren auf Lazarus. Lucas konnte seinen Mörder also vor seinem Tod verwunden. Das Schwein muss eine mächtige Schramme haben. Wenn Sie ihn für mich finden, helfen Sie nicht nur mir, sondern Sie helfen auch sich selbst. Okay. Gibt es Verdächtige? Der Commander wurde im Bazar ermordet. Es muss einer der Bazar-Leute gewesen sein. Ja, und du hast auch so eine verdächtige Wunde. Ich sag einfach, du warst. Was haben Sie für ein Problem mit dem Bazar? Im Bazar leben einfache Leute. Warum sollten Sie einen Aufstand riskieren? Genau deshalb will ich die Wahrheit rausfinden. Bevor der Befehl erteilt wird, Gewalt einzusetzen. Außerdem trügt der Schein ja auch oft. Sie wollen uns loswerden. Sie glauben, Anarchie wäre der Schlüssel zu einer neuen Welt. Naja, heutzutage herrscht überall Anarchie. Karl ist ein scheinheiliger Trickser, der anderen mit schmierigen Reden das Gehirn wäscht. Er behauptet, alle wären gleich, aber das ist Blödsinn. Man kann nicht Anführer und zur selben Zeit gleich wie alle anderen sein. Na gut, dann finden wir mal den Mörder. Ich werde versuchen, Lukas Mörder zu finden. Sehr gut. Damit gelangen Sie ins Zentrum. Gehen Sie zurück in den Bazar. Muss ich noch was wissen, bevor ich gehe? Tatsächlich ja. Aber das muss unbedingt unter uns bleiben. Niemand darf etwas davon erfahren. Klingt ernst. Derjenige, der Lukas umgebracht hat, hat eine Trophäe mitgenommen. Schnitt ihm die Tätowierung direkt aus dem Arm. Sie haben an seiner Leiche rumgeschnitten? Widerlich. Ja, total. Wenn meine Männer herausfinden, dass Lukas so geschändet wurde, drehen sie durch. Es würde totaler Krieg ausbrechen. Ich erzähle Ihnen das, denn wenn Sie diese kleine, naja, Trophäe finden, haben Sie auch den kranken Wichser gefunden, der Lukas umgebracht hat? Verstanden. Ich mache mich sofort auf den Weg. Okay. Ja, habe ich mir aber schon gedacht. Sowas in der Art. Also, zumindest jetzt, nicht unbedingt, dass es hiermit zu tun hat, aber dass sowas mal kommt. Nachdem ich das von den Tätowierungen gehört habe. Willkommen in der Old mit. Lebst du noch? Aiden. Hast du dir etwas Sorgen um mich gemacht, hä? Natürlich. Ich setze große Hoffnungen in dich, Aiden. Wir treffen uns draußen. Okay. Wir treffen uns draußen. Hallo? Pilger wohl schon sein. Hallo, Kurier. Ich bin der Pilger. Du bist Kurier. Ich bin Pilger. Nenn mich gefälligst Pilger. Ups. Und ein bisschen besoffen bin ich auch. Ich renne hier gegen jeden Pfosten. Na, da ist er. Mehr mit uns reden. Hater will, dass ich Lukas Mörder finde. Nur dann hilft er mir, ins Zentrum zu kommen. Du erledigst seine Drecksarbeit. Also das überrascht mich kaum. Er sagt, ich soll am Bazar anfangen. War ja klar. Die BKs und der Bazar hassen sich gegenseitig. Auf dem Bazar gibt es nur 2 Leute, die wichtig sind. Einer davon ist dieser aufgeblasene Prediger Karl. Den kenne ich. Wen gibt es sonst noch? Sophie, seine rechte Hand. Sie kann gut mit den eher rebellischen Seelen des Bazars umgehen. Hilft dabei, sie im Zaum zu halten. Dodger wäre da auch noch. Ein kleiner Gangster. Weiß immer, was abgeht. Und Joes Banditen.
aber die haben Angst vor den PKs. Okay, ich rede mit Sophie. Du kümmerst dich um Carl. Außer du willst lieber das Mädel. Sophie? Die ist nicht wirklich mein Typ, weißt du? Zu störrisch. Oh Mann, wirst schon sehen. Alles klar. Ich würde mich als Peacekeeper mehr respektieren. Darum sollte es ja eigentlich nicht gehen, aber okay. Wie du meinst. Achso, wir können gerade mal schauen. Habe ich die Zweihandwaffe? Abriss Langachs. Ich habe sie. Oh, ne, ich mache die Schaufel noch kurz kaputt. Ein, zweimal auf irgendeinen Schädel einschlagen und dann ist die auch weg. Und Schädel hält ganz schön was aus, so ein Zombie-Schädel. Trotzdem, der nicht mehr mit Nährstoffen versorgt wird, ist der noch ganz schön hart. Dann sind sie fertig. Teile aber nur bei Nacht. Gibt es hier was Interessantes? Ich schau gerade nur mal rein. Also zumindest kann ich die Kiste hier gerade mal aufmachen und plündern. Ohne Dose. Na toll. Eine Dose ist doch immer gut. In Dosen kann man Dinge reintun und Dinge mag doch auch jeder. Also. Ein Sprung um die Ecke. Weiter geht's. Was ist denn hier los? Was ist das für ein Rumgeheule hier? Hallo? Hallo. Probe für den großen Abend? Wo kommst du denn her, Hübscher? Ich hab dich, singen hören. Mach Lola nichts vor, Schnucki. Wette, du dachtest, da würde jemand eine Katze strangulieren. Nein, gar nicht. Ich, Siehst du diesen Hals? Solltest du nicht. Normalerweise ist er eingewickelt in die weicheste, erlesenste Nerzdola. Lola war die Grande Dame des Bazars. Aber ehe sie nicht wieder mit ihrer geliebten Nerzdola vereint ist, kann sie unmöglich auftreten. Aber wie soll Lola denn jemanden ohne ihre geliebte Nerzdola bezaubern? Ohne sie treffe ich die hohen Töne nicht. Und man sieht nicht gerade überall Nerze herumhüpfen, oder? Wo ist sie? Vorhin kam eine starke Böe, riss sie von Lolas zarter Kehle und trug sie davon. Ich sah sie am Gerüst in der Nähe der GRE-Quarantäne flattern. Ecke Market und Horseshoe. Lola ist machtlos und kann sie nicht bergen. Ich könnte das. Würdest du? Lola könnte zurück zum Bazar, um zu unterhalten, statt Kinder wie ein lauernder Screamer zu erschrecken. Das können wir nicht zulassen. Nein, absolut nicht. Ich danke dir, mein Ritter in strahlender, was auch immer du da anhast. Ich erwarte dich auf dem Bazar. Beeilung, meine Fans warten. Was auch immer ich da anhabe, Frechheit. Das ist doch ganz klar erkennbar. Das nennt man Lumpen. Lumpen. Mann. Bisschen mehr Respekt, bitte. Ach so, ein Problem. Aus der letzten verbleibenden Stadt. Ist das der Prediger? Bürger, gute Nachrichten aus Old Willador. Jacob, der legendäre Geschichtenerzähler aus New Paris, erfreut uns in dieser Woche in Horseshoe. Vielleicht ist er ein bisschen verbuggt und steht an der falschen Stelle. Es sieht aus, als wäre das der, aber ich kenne den ja auch noch gar nicht. Vielleicht ist das auch gar nicht. Egal. Ich gehe mal hier rein. Und um die Nebenquest kümmere ich mich gerade nicht. Ja, geh mal aus der Fahne, ich muss da rein. Mann. Oh, da muss ich halt außen rum. Wie du willst. Aber das zahle ich dir noch ein. Geh mal rein. Was? Warum muss ich klopfen? Hey, wer bist du? Langsam. Das ist kein PK. Woher weißt du das? Die treiben sich hier ständig rum. Das ist dieser Fremde, der Pilger. Was? Der ist von außerhalb der Mauern? Wow, krasse Scheiße. Ich weiß nicht, warum du hier bist. Aber pass auf dich auf, Pilger. Und halt dich von den PKs fern. Die kennen keine Freunde. Diesmal mit Biomarker. Karl sagte, wir sollen dich zu ihm bringen, wenn du wieder auftauchst, damit er sich dir vorstellen kann. Na, klingt besser, als mich aufhängen zu wollen. Und vergesst nie,
Die Menschheit erschuf eine Zivilisation, die schließlich nicht mehr war als ein Koloss auf tönernen Füßen. Wir dürfen nicht noch einmal denselben Fehler machen. Das wollte er nicht, das musste er. Du warst eine Gefahr für alle. Natürlich. Hört nicht auf die Ideologien von Narren, die zum Wiederaufbau aufrufen. Es wird keinen Wiederaufbau geben. Okay, das ist nicht derselbe, aber der hat die gleiche Kleidung an. Wer hätte das gedacht? Ein Pilger im Bazar. Willkommen. Ja, ich lebe, obwohl du dir alle Mühe gegeben hast. Okay, du bist sauer auf mich, aber versetz dich mal in meine Lage. Dann weißt du, dass es nicht anders ging. Wir sind für das Wohlergehen unserer Leute verantwortlich. Und das nehmen wir auch ernst. Deshalb lief es so, wie es lief. Ich hoffe, du kannst uns verzeihen. Also, sag doch, wie geht's denn so zu in der Außenwelt? Mist, und es wird auch immer schlimmer. Und es wird immer schlimmer. Es gibt immer weniger Siedlungen. Und sie schrumpfen. Bald kann man nirgendwo mehr hingehen. Das überrascht mich nicht, mein Sohn. Die Menschheit muss erst am Boden sein, um sich wieder aufrichten zu können. Deshalb sind wir ja auch hier. Gibt's sonst noch Neuigkeiten? Erzähl du mir doch mal was. Nein. Erzähl du mir doch mal was über deine Leute. Man nennt uns das Volk des Bazars, aus dem einfachen Grund, weil wir hier leben. Aber in Wirklichkeit sind wir ein freies Volk. Frei von Lügen, frei von Geld, frei von Religion, Politik, Kriegen und frei von dem Schatten, der die Erde umhüllt hat. Klingt gut. Genau genommen zu gut, um wahr zu sein. Oh, wir haben unsere Probleme. Das Wasser zum Beispiel ist rar. Aber mit Mut und Geduld werden wir eines Tages ein Paradies erschaffen. Du wirkst geradezu dankbar für den Zusammenbruch der Gesellschaft. Es war genauso tragisch wie unausweichlich. Das Konsumdenken und der Glaube an die Übermacht des Geldes haben zu dieser Katastrophe geführt. Also, geben wir uns hier Mühe, nicht denselben Fehler erneut zu machen. Das wäre ein Verbrechen. Wir wollen eine Weltordnung erschaffen, die auf sozialen Bindungen aufbaut, auf Familie und Gemeinschaft. Eine Gesellschaft, in der sich die Menschen unterstützen und gerecht handeln. Kein Bedarf für Polizei, Militär oder falsche Anführer, die erschießen, die sie beschützen sollen. Bei uns ist für alle Platz. Aber kommen wir nun wieder zu deiner Geschichte. Ja, einfach mal Gleichheit, Gerechtigkeit und einfach vor allem faires Handeln von allen Leuten, ne? So, also jetzt nicht in unserer Welt, das funktioniert einfach nicht, aber hier in deren, wenn die das so fortführen, dann funktioniert das für mich gut. Soll das hier ein Kaffeeklatsch werden, oder was? Ist Kaffeeklatsch alles, was du willst, Karl? Unsinn. Aber du kommst von draußen und auf einmal bist du bei uns. Also, reden wir Klartext. Ich muss wissen, ob du ein Schaf bist oder ein Wolf. Na? Was bist du? Ein Schaf. Für euch stelle ich keine Gefahr dar. Ich mag diese Metapher nicht. Ein Wolf, nimm dich lieber... Ich mag diese Metapher nicht. Ich finde diese Metapher nicht so toll. Ah ja, verstehe. Pilger mögen Metaphern ebenso wenig wie Poesie. Sie sind Männer der Tat. Ja, apropos Taten. Ich suche Sophie. Ach ja? Sag an, wieso? Weil sie nach Lukas Hut fragen will, weil ich ein Paket für sie habe. Das geht nur mich was an. Ich mag den Typen nicht, ich vertraue dem auch nicht. Aber anlügen werde ich ihn nicht. Das geht nur mich was an. Nicht, wenn du dich auf meinem Gebiet bewegst, Pilger. Aber nun gut, ich spiel mal mit. Was auch immer dein Ding ist, eine Gefahr für uns ist es nicht. Denn du bist ja allein. Und wir sind viele. Geh da lang. Du wirst auf einen riesigen Kerl stoßen. Das ist Hermann, Sophies Leibwächter. Dann ist sie nicht weit. Ich hoffe, mit deiner Mission machst du Hermann nicht wütend. Bis dann, mein Freund. Bin nicht dein Freund. Wenn einer von uns getötet wird, merken die das. Aber wenn ihr Commander getötet wird, stellen die alles auf den Kopf. Okay. Da drüben stehen die schon. Aber mit diesen beiden quatschen wir in der nächsten Folge mit der Französin und ihrem Wrestling-Bodyguard. Und bis dahin wünsche ich einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal und tschüss.